aus unserem Studio im Landtag Brandenburg. Die Blaue Runde, der Podcast mit Detlef Frier. Und das war's dann. Das waren 2,5 Tage Februarplenum im Brandenburger Landtag. Der Landtag ist zusammengetreten, hat einen breiten Reigen an Themen diskutiert. Und einer, der musste das alles mit ansehen, mit anhören und teilweise auch, da werden wir nachher noch zukommen, über sich ergehen lassen. Und das ist der Fraktionsvorsitzende der AfD, das ist Dr. Christoph Berndt und der ist heute bei uns in der Blauen Runde. Hallo Christoph. Ja, hallo Detlef. Und so schlimm war es ja nicht. Erstens ist es selbstgewähltes Elend und zweitens haben wir ja auch uns nach Leibeskräften wehren können. Also wenn man da was tut, ist es auch alles besser auszuhalten. Wir gucken uns die Themen gleich im Einzelnen an, lieber Christoph. Vorher ein ganz kurzes Fazit. Wie war es, diese 2,5 Tage in der ersten Reihe zu sitzen? Ja, es ist so, dass sich das bestätigt, was ich jetzt schon in diesen ersten Wochen dieses Jahres spüre. Die Situation eskaliert, sie wird von der Regierung eskaliert. Wir stoßen auf noch größere Ablehnung, auf noch größere Abneigung. Und die Gegner der AfD schließen ihre Reihen. Das heißt, jetzt machen die Medien noch viel, viel deutlicher und viel schärfer mit beim Kampf gegen die AfD als in der Vergangenheit. Kleine Beobachtung nur, in der Mediathek des RBB, wo man immer alle Reden sich angucken kann, gibt es dann meistens kurze Kommentare und Beschreibungen der Vorgänge. Und da ist jetzt mittlerweile auch davon die Rede, dass die demokratischen Parteien dies und das sagen, um alle anderen Parteien von der AfD abzugrenzen. Und diese gesteigerte Form der Gegnerschaft, die war jetzt auch in diesen Tagen zu spüren. Schauen wir uns das Ganze mal konkret an den Themen an. Es ging los am Mittwoch mit einem Antrag, über dem stand so sinngemäß Solidarität mit der Ukraine. Und da hat sich herausgestellt, dass die Regierungskoalition beim Thema Ukraine nur eine Richtung kennt, mehr Waffen, mehr Geld, mehr Bomben in Richtung der Ukraine zu liefern. Und es wurde ganz deutlich, die AfD gehört zu den ganz, ganz wenigen, die sich einen Frieden vorstellen können und die auch ganz konkrete Vorstellungen haben, wie es zum Frieden in diesem Konflikt kommen könnte. Bring uns das mal ein bisschen näher. Ihr hattet da einen sehr umfangreichen Antrag, der aber sehr deutlich formuliert hat, welche Schritte jetzt gegangen werden müssten, damit tatsächlich dieser Konflikt befriedet werden kann. Ja, das kann ich gerne tun. Also wir haben gesagt, es sind 6 Punkte zu berücksichtigen. Erstens, dass wir keine Beitrittsgespräche mit der Ukraine für einen EU-Beitritt führen. Zweitens, dass auf alle Fälle eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgeschlossen wird. Drittens, dass die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines aufgeklärt werden. Dann viertens, dass der Boykott von russischem Öl und Gas beendet wird. Dann, dass Waffenlieferungen in die Ukraine gestoppt werden und dann, dass wir uns also dafür einsetzen, dass sich die Kriegsparteien auf einen Waffenstillstand verständigen, also ganz schnell einen Waffenstillstand und bedingungslose Friedensverhandlungen aufnehmen. Das sind unsere Forderungen und die resultieren einfach aus diesen Erfahrungen, dass die ganze Boykottpolitik uns geschadet hat, aber der Ukraine nicht geholfen hat. Und dass Waffenlieferungen eigentlich nur das Elend verlängern, ohne dass da irgendeine Lösung in Sicht ist. Und wir können ja nicht wollen, dass dieses Elend fortgesetzt wird. Und dass natürlich ein Beitritt der Ukraine zur NATO und auch zur EU einfach nur einen weiteren Schritt in der Eskalation bedeuten würde und dass das deswegen nicht zu befürworten ist. Und es ist schon interessant, wie diese Forderungen aufgenommen wurden, von der Regierungskoalition vor allem. Und da waren die größten Scharfmacher mal wieder die Grünen. Und der Vertreter der Grünen, Herr Klemm, sprach davon, das seien Forderungen, die würden bedeuten, eine Kapitulation der Ukraine. Und das Ziel unserer Vorschläge sei es, dass Russland seinen Machtbereich ausdehnen würde, erstmal über die Ukraine hinaus, über das Baltikum, über Polen, letztendlich nach Deutschland. Wir seien eine Alternative für Russland. Unglaublich, diese Unterstellungen, die ihr dazu ertragen habt und trotzdem ruhig bleiben müsst bei der ganzen Diskussion im Brandenburger Landtag. Das, was ihr eingebracht habt als AfD-Fraktion, war ein Entschließungsantrag, also mehr oder weniger eine Reaktion der AfD-Fraktion auf das, was die
Regierungskoalition sich zu diesem Tagesordnungspunkt vorgestellt hat. Wie sahen denn deren Vorstellungen aus? Na, die waren ziemlich vage. Also da ging es um Solidarität mit der Ukraine. Da ging es eben darum, dass das Land Brandenburg sich dafür einsetzt, dass Beitrittsverhandlungen zur EU vor allem aufgenommen werden und dass ansonsten Solidarpartnerschaften mit der Ukraine aufgenommen werden, also mit Regionen oder mit Orten in der Ukraine und dass sich Deutschland dann am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt. Das sind also mehr oder weniger gute Worte, die aber eigentlich Floskeln sind und Floskeln bleiben und wenig Konkretes beinhalten, außer eben die Unterstützung für den EU-Beitritt der Ukraine. Und in dem Antrag selber war davon die Rede, das solle man unbedingt tun, weil im Krieg in der Ukraine europäische Werte verteidigt werden. Na, ich weiß ja nicht, ob in diesem Krieg im Donbass wirklich Demokratie und Menschenrechte verteidigt werden, ob wir Waffen liefern müssen, weil es um Demokratie und Menschenrechte geht, da habe ich meinen Zweifel. Und im Übrigen seien ja in der Ukraine doch auch nach Aussage der EU-Kommission große Fortschritte im Kampf gegen die Korruption erzielt worden. Na, das ist wenig glaubhaft. Wir haben erst Anfang des Jahres in den Zeitungen lesen können, dass in der Ukraine Munition im Wert von 40 Millionen Dollar abgerechnet wurde, aber nicht aufzufinden war. Also die Korruption ist nach wie vor ein riesiges Problem. Und das, wie es auch im Antrag hieß, dass dann über Städtepartnerschaften da Fortschritte zu erzielen seien und dass dann, wie es auch im Antrag heißt, die Demokratisierungsprozesse und der Kampf gegen die Korruption durch Städtepartnerschaften und Partnerschaften auf kommunaler Ebene gefördert würden, weil, so heißt es im Antrag, weil sie dort ansetzen, wo der Austausch auf der nationalen Ebene zwischen den Ländern endet. Das ist Wortgeklingel, das ist Kirchentagslyrik, habe ich es gesagt im Plenum, aber das ist doch keine politische Aussage und keine politische Forderung. Und es ist vor allen Dingen kein Plan. Es ist ja ganz schön, jetzt über den Wiederaufbau der Ukraine zu reden. Aber offensichtlich haben ja die Altparteien keinerlei Vorschläge gemacht, wie dieser Konflikt beendet werden kann. Weil das ist ja eigentlich erstmal das Wichtige an der ganzen Geschichte. Man muss den Konflikt beenden und dann kann man sich die Hände reichen meinetwegen und Städtepartnerschaften gründen und über den Wiederaufbau reden und Ähnliches machen. Aber in die Richtung kam ja, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, keine bis sehr wenige Vorschläge. Im Antrag der Koalition selber gab es wirklich keine Vorschläge, wie man dieses Problem des Krieges lösen könne. Aber in den Diskussionsbeiträgen ist dann doch Erstaunliches, genauer gesagt Erschreckendes gesagt worden. Also Frau Richstein von der CDU sprach davon, Frieden sei nur mit einem Sieg der Ukraine möglich. Das muss man sich mal vorstellen, mit einem Sieg der Ukraine. Und eigentlich nimmt sie dann das auf, was der CDU-Bundespolitiker Roderich Kiesewetter gesagt hat, der davon sprach, man müsse den Krieg nach Russland tragen. Also das sind alles schreckliche Formulierungen, schreckliche Gedanken und würde bedeuten, den Krieg weiter zu intensivieren, in der Hoffnung, man könnte Russland besiegen. Ich halte das für nicht nur illusorisch, sondern auch für brandgefährlich und in die gleiche Kerbe haute eben vor allem der Vertreter der Grünen, aber das muss uns ja nicht überraschen. Die Grünen sind ja ohnehin als die Kriegspartei Nummer 1 in Deutschland mittlerweile bekannt. Den Krieg nach Russland tragen und das in diesen Tagen, wo der Deutsche Bundestag gerade darüber verhandelt und es ja auch beschlossen hat, deutsche Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, die genau das könnten, nämlich den Krieg nach Russland tragen. Also wer solche Überlegungen anstellt und wer sowas laut sagt, der spielt mit dem Gedanken eines großen Krieges, vielleicht eines Weltkrieges und vielleicht spielt er nicht nur damit. Ich halte das alles für brandgefährlich, das ist alles entsetzlich und was wir dagegen tun können, das werden wir dagegen tun. Und dazu gehört es zum Beispiel, Detlef, dass wir in aller Deutlichkeit sagen, wer solche Vorstellungen hat, und wer sich in solchen Gedankenwelten bewegt, damit das wirklich die Menschen überall wissen und erfahren und damit wir uns überall dagegen wehren können. Also gerade die CDU-Einschätzung schockiert mich an dieser Stelle wirklich. Frieden gibt es nur über einen Sieg der Ukraine. Das klammert ja alles aus. Das klammert einen Waffenstillstand aus. Das klammert Friedensverhandlungen aus. Das gibt ganz fest vor, dass nur wenn die Ukraine gesiegt hat, und das halte ich für tatsächlich jetzt mal aus dem Bauch gesprochen, für relativ illusorisch, nur dann wird es einen Frieden geben. Was ist denn der Umkehrschluss daraus? Ein ewiger Konflikt, ein dauerhafter Konflikt, der immer weiter
angeheizt wird mit Milliarden aus dem Westen, mit unglaublich viel Waffen, mit immer stärkeren Waffen, die geliefert werden müssen. Das ist ja im Grunde genommen dann die Schlussfolgerung daraus. Ja, und mit immer noch mehr Zerstörung und immer noch mehr Toten und Verwundeten. Also Frau Richtstein sagt, sprach vom Frieden durch einen Sieg der Ukraine. Und ich habe mich dann extra zu Wort gemeldet, habe eine Zwischenfrage gestellt und habe gesagt, dass ich das bemerkenswert finden und dass da alle aufhorchen sollten, ob sie das wirklich so meint. Und dann hat sie, ich habe ihr praktisch die Gelegenheit gegeben, und das war ja auch der Sinn der Frage, das zu korrigieren. Aber diese Gelegenheit hat sie nicht genutzt. Sie hat dann einiges gesagt. Sie hat nicht laut gesagt, ja, das habe ich gesagt. Sie hat aber auch nicht gesagt, nein, Herr Bernd, das habe ich nicht gesagt. Sie hat etwas gesagt, was nicht eindeutig war, und damit bleibt die erste Aussage bestehen. Und die erste Aussage war, Frieden gibt es nur mit einem Sieg der Ukraine. Und wir wandeln das mal ab. Einen Frieden wird es vermutlich nur mit einer AfD-Beteiligung in jeglicher Regierung in diesem Land geben, oder? Ja, wobei auf der anderen Seite, so wichtig ist dann Deutschland auch nicht. Ich glaube, wir betreiben da das Geschäft anderer. Es sind ja nicht deutsche Interessen, die wir da vertreten, wenn wir jetzt ewig weiter Waffen an die Ukraine liefern. Und es sind nicht deutsche Interessen, wenn wir diesen Boykott von russischem Öl und Gas fortsetzen. Es ist im Gegenteil. Das bedeutet nämlich, dass wir gerade unsere Interessen nicht vertreten. Insofern kommt es dann wieder auf das hinaus, was du gesagt hast. Also eine realistische Politik, auch in puncto Ukraine-Krieg, werden wir nur haben, wenn wir andere Regierungen haben, wenn wir eine Regierung haben, die die deutschen Interessen an die erste Stelle stellt. Und das wird es, so wie die Lage in Deutschland ist, nur mit einer Regierungsbeteiligung der AfD geben. Das war ein Entschließungsantrag der AfD, also ein Antrag, den ihr extra eingebracht habt, um dem Parlament die Möglichkeit zu geben, dem Antrag der Regierungskoalition nicht zuzustimmen, die, du hast es ja gerade sehr plakativ, sehr deutlich erläutert, die im Grunde genommen, ja, das war ein Schaufensterantrag, wir fassen uns alle an und wir gehen Städtepartnerschaften ein und dann bringen wir euch Demokratie und den Frieden leider in dem Fall nicht. Wie ist die Abstimmung ausgegangen? Wir müssen nicht großartig drüber reden. Das, was die AfD gefordert hat, ist vermutlich abgelehnt worden mit scharfen Worten, und das, was die Regierungskoalition wollte, auch wenn es sehr wenig Substanz hatte, hat die Zustimmung des Parlaments bekommen. Ja, hat es bekommen. Und noch einmal, ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Mal schon so deutlich gesagt habe, also wie der Herr Klemm von den Grünen unseren Antrag gewertet hat, er sprach davon, dieser Antrag, wo wir fordern Waffenstillstand und bedingungslose Friedensverhandlungen, er sprach davon, das würde bedeuten eine bedingungslose Kapitulation der Ukraine. Eine bedingungslose Kapitulation, die Grünen inzwischen zu mit den größten Kriegstreiber geworden, und die stoßen damit ja inzwischen selbst ihre eigenen Wähler vor den Kopf, die sich das von der Grünen Partei in Deutschland und auch in Brandenburg nie hätten vorstellen können. Das war sozusagen der Einstieg in diese 2,5 Tage Februar-Plenum, und wir gucken einen Tag weiter auf den Donnerstag. Da war Zeit für eine Aktuelle Stunde und die Reihe war an der AfD. Ihr konntet das Thema setzen und habt folgendes Thema gewählt: Vertrauen in die Demokratie sinkt, Parteienstaat, der in Anführungsstrichen in der Krise, mit einem Fragezeichen. Kannst du die Frage gleich beantworten? Der Parteienstaat steckt tatsächlich in einer Krise? Ja, er steckt in einer Krise, und das haben es sogar die Vertreter der Koalition eingeräumt, dass es eine Krise gibt. Das ist hochinteressant. In der Bewertung gab es dann aber wahrscheinlich doch Unterschiede zwischen der Krise des Parteienstaats in der Bewertung der AfD und der Koalition, oder? Ja, da gab es kleine und feine Unterschiede, um nicht zu sagen, da haben wir uns grundsätzlich unterschieden, was ja kein Wunder ist. Also die Position der Koalition, die ja vor allem von der SPD-Abgeordneten Frau Fischer deutlich gemacht wurde, bestand eben darin zu sagen, ja, wir sind in schwierigen Zeiten, ja, die Politik muss besser werden, ja, es hat sich einiges angestaut, ja, vieles hat sich in kurzer Zeit verändert, in Klammern, die Menschen sind überfordert, so, aber, die Demokratie funktioniert, die Gewaltenteilung funktioniert, die Vielfalt der Parteien funktioniert, die Medienlandschaft funktioniert, und es ist bloß die böse AfD, die Vielfalt der Parteien abschaffen will, weil sie einen Einparteienstaat errichten will, eine Diktatur errichten will, die Medien abschaffen will, die vierte Gewalt im Lande, die Säule wegkloppen will, weil sie die Abrissbirne
gegen die Demokratie schwingt. Also im Grunde ist das alles, das richtig Schlimme im Land ist eigentlich nur die AfD. Alles andere funktioniert und sie hat als Beweis angeführt, erstens, der Ministerpräsident hat doch mit den Bauern geredet. Ministerpräsident Woidke hat doch die Regierung kritisiert. Also wir sehen doch, die Proteste wirken. Und zweitens, das Bundesverfassungsgericht hat doch den Bundeshaushalt zurückgewiesen. Und das ist der Beweis, dass die Gewaltenteilung wunderbar funktioniert. Nun, wir wissen, das Bundesverfassungsgericht hat im letzten Jahr tatsächlich gegen den Bundeshaushalt entschieden. Aber das war eine Klage der CDU, die dort angenommen wurde. Und wir wissen aber auch, und das hat Frau Fischer natürlich aus gutem Grund verschwiegen, dass das Bundesverfassungsgericht sich zum Beispiel in den Corona-Zeiten ständig mit der Regierung getroffen haben und dass die ständig informellen Kontakt haben und dass es da natürlich auch einen engen personellen Austausch gibt. Ehemaliger stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU ist jetzt Präsident des Bundesverfassungsgerichts und dass natürlich alles das mit einer Gewaltenteilung überhaupt nichts zu tun hat. Und wir sehen ja in ähnlicher Weise, wie das hier in Brandenburg ist, wie es bei der Wahl von Verfassungsrichtern ist, wie es bei der Auswahl von Präsidenten von Verfassungsschutzämtern ist und wie es bei der Besetzung des Landesrechnungshofs geht und so weiter und so fort. Also überall ein Einfluss der Parteien auf Gremien, die eigentlich außerhalb der Parteien liegen. Also von Gewaltenteilung kann doch in Wirklichkeit in Deutschland kaum noch die Rede sein. Dazu kommt eben dieser Pakt, den die Regierung mit Medien geschlossen hat, mit dem öffentlich-rechtlichen Funk in allererster Linie, aber auch mit anderen Medien, wo die Regierung viel Geld gibt für Anzeigen, damit diese anderen Medien überhaupt existieren können. Oder denken wir an Korrektiv, dieses sogenannte unabhängige Recherchenetzwerk, was im Wesentlichen ja auch von Regierungsgeldern finanziert wird und wo es auch, wie wir erfahren haben, Treffen gab von Regierungsvertretern eben mit Korrektiv, und wo man sich an 5 Fingern abzählen kann, dass diese Kampagne, die Korrektiv dann im Januar gestartet hat, eben mit Wissen der Regierung stattgefunden hat, vielleicht sogar eine Absprache mit der Regierung. Also besonders gut gefallen hat mir jetzt in dem, was du gerade gesagt hast, die Erwähnung von Ministerpräsident Woidke, der sich mit den Bauern getroffen hat. Und das kann man dahingehend werten, dass das ein Beweis dafür ist, dass die Demokratie in unserem Land funktioniert. Ja, genau. Das hat die Frau Fischer gesagt. Wirklich ganz, ganz besonders gut gefallen. Wie habt ihr denn darauf reagiert? Also die Regierungskoalition, die SPD stellt sich hin und sagt, es ist im Grunde genommen ist alles in allerbester Ordnung. Es gehen zwar ein paar Leute auf die Straße, aber die sind eigentlich nur so ein bisschen desorientiert. Und das große Problem an allem ist eigentlich die AfD. Aber das sind ja alles Unterstellungen. Das ist ja durch nichts zu beweisen. Und das ist auch niemals von einem AfD-Politiker gefordert worden. Das steht in keiner Programmatik drin. Das sind alles Interpretationen der Regierungskoalition. Ja, das sind Interpretationen. In der Psychologie spricht man von Projektion. Das heißt, wenn man die eigenen kranken Gedanken anderen anhexen will oder auf andere überträgt. Wir wollen keinen Einparteienstaat. Im Gegenteil, wir sind ja die Alternative zu einem Kartell von Parteien, die ja mehr und mehr dabei sind, zu einer Art Einheitspartei zu werden. Ich darf daran erinnern, dass wir auch in der DDR natürlich nicht nur die SED hatten, wie jüngere Leute vielleicht denken könnten, sondern es eine Reihe von Blockparteien gab, die dann auf einem gemeinsamen Wahlvorschlag erstanden und wo es eine ganz klare Proporzverteilung der Posten gab zwischen SED und diesen anderen Blockparteien, zu denen im Übrigen die CDU gehörte, die ja auch heute offensichtlich Teil eines Blocks ist, der dann aus CDU, SPD, FDP, Linken, Grünen besteht, die sich in allen wesentlichen Fragen einig sind, zum Beispiel auch darin, die AfD hier auch im Landtag Brandenburg aus wichtigen Funktionen auszugrenzen. Wir dürfen nicht in die Parlamentarische Kontrollkommission, die den Verfassungsschutz kontrolliert. Wir dürfen den Vorsitz im Haushaltsausschuss nicht besetzen und so weiter und so fort. Und das ist wirklich witzig, weil Frau Fischer erst anfing, von dem großen Tisch der Demokratie zu reden, an dem man sich ja durchaus streiten könne. Es würde ja dazu gehören, Demokratie sei ja kein Museumsstück. Und wo sie dann später im Laufe ihrer Rede das gar nicht durchhalten konnte, sondern innerhalb weniger Minuten ihre Meinung korrigiert und sagte, wir wollen sie gar nicht an unserem Tisch haben. Also da war es dann mit der Vielfalt und der Demokratie dann doch nicht so gemeint. Also wenn da Leute kommen, die jetzt irgendwie sagen, so geht es aber nicht, dass wir deutsche Interessen überhaupt nicht mehr berücksichtigen, dass wir unsere Grenzen nicht mehr schützen, dass wir unsere Wirtschaft nicht durch Transformation kaputt machen wollen. Solche Leute wollen wir dann nicht mehr am Tisch haben. Ist natürlich völlig absurd. Und ich finde,
Wir haben auch im Laufe dieser Debatte, und vielleicht kann man sich das auch mal angucken, wir haben auch ein Video jetzt ins Netz gestellt, einfach mal angucken, wie die Parteien dann schon reagiert haben, als ich diesen Antrag von uns eingebracht habe. Und ich habe ihn eben eingebracht, dass ich gesagt habe, über die grundsätzlichen und theoretischen Fragen Parteien, Staat und Demokratie und was kann man tun, um mehr direkte Demokratie ins Leben zu bringen, wird mein Kollege Philipp Zeschmann reden, was er auch gemacht hat. Und ich habe einfach anhand von drei Beispielen dargestellt, wie sehr in Deutschland, in Brandenburg, die Demokratie Schaden genommen hat und wie sehr die Parteien darin verstrickt sind, dass die Gewaltenteilung Schaden genommen hat und wie sehr sich die Parteien an diesem Staat bereichern. Das eine sind diese wirklich unglaublichen Vorgänge im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, wo zwei sogenannte Geschäftsleute, deren Auftreten eher an das von Gauner erinnert, mit dem Landkreis, mit dem Landrat Geschäfte machen mit Asylantenunterkünften und dabei 12 Millionen Euro schon ergaunert haben und wo alle Anzeigen von der Staatsanwaltschaft ignoriert werden. Ein unglaublicher Vorgang. Der Rheinsberger Bürgermeister, ein ganz couragierter Mann, kritisiert das schon seit Monaten und da tut sich überhaupt nichts im Land. Aber der Landrat, der von der SPD gestellt wird, empfiehlt diese seltsamen Geschäftspartner als seriöse Geschäftsleute. Also das riecht sehr nach Korruption. Darüber haben verschiedene Medien schon berichtet. Und wir werden sehen, wenn das jetzt nicht weiter, wenn die Staatsanwaltschaft weiter untätig ist, dann müssen wir wahrscheinlich da nochmal einen neuen Untersuchungsausschuss einrichten. Und dann haben wir ein zweites Beispiel, diesen Nachtragshaushalt im Land Brandenburg. Das müssen wir allen Hörern auch nochmal sagen. Das Land Brandenburg hat die außergewöhnliche Notlage erklärt, jetzt noch Anfang dieses Jahres, obwohl wir Wirtschaftswachstum haben, obwohl wir 300 Millionen Euro Mehreinnahmen haben als im Haushalt vorgesehen, erklärt dieses Land die Notlage, um Schulden machen zu können, um Wahlgeschenke verteilen zu können. Und ansonsten wird eben das Geld, das Haushaltsgeld ausgegeben, um zum Beispiel den Verfassungsschutz um weitere 18 Stellen aufzustocken. Der Verfassungsschutz hatte vor 5 Jahren, 2019, 93 Stellen. Er wird jetzt 2024 158 Stellen haben. Das ist also ein Zuwachs um 70%. Und damit der Verfassungsschutz größer wird, nimmt man sogar nicht besetzte Polizeistellen und schiebt die in den Verfassungsschutz. Da sieht man deutlich, wo die Prioritäten dieser Regierung und dieser Parteien liegen. Es geht darum, mit dem Verfassungsschutz die eigene Macht zu verteidigen. Der Schutz der Bürger hat da hinten anzustehen. Und dann haben wir eben als letztes Beispiel genannt, das, was im Bund jetzt vorbereitet wird, diesen Aktionsplan zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, den Bundesinnenministerin Faeser, SPD, gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, CDU, und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, ein SPD-naher Beamter namens Holger Münch, vorgestellt hat. Und in diesem Aktionsplan geht es darum, alles das, was Regierung und Verfassungsschutz für rechts und damit für rechtsextrem erklärt, vogelfrei wird. Da können Konten ausgeforscht werden, Gewerbeerlaubnisse sollen entzogen werden, Ein- und Ausreiseverbote sollen verhängt werden. Da sollen Leute aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden, ohne Gerichtsentscheid, einfach durch Verfügung. Das ist alles unglaublich. Das wirft uns in Verhältnisse zurück, wie wir sie in der DDR hatten, bevor noch mit Gorbatschow überhaupt der Hauch von Reformen sichtbar wurde und spürbar wurde. Also das wirft uns in Verhältnisse zurück, die dann wirklich nicht mehr demokratisch sind. So, und das machen eben diese Parteien, CDU, SPD, mit Hilfe von Grünen und FDP. Und im Landtag Brandenburg hier habe ich noch von keinem Politiker außerhalb der AfD ein Wort der Kritik dazu gehört, ein Wort der Warnung dagegen gehört. Und darum ist es so kritisch in diesem Jahr. Wir nehmen wahr, dass die Regierung im Bund, wie in den Bundesländern, mit unglaublicher Angst vor diesen Wahlen, vor diesen Landtagswahlen, aber auch schon auch vor den Kommunalwahlen und EU-Wahlen reagieren und wirklich jetzt und noch einmal die Repression verschärfen wollen, um den politischen Konkurrenten AfD aus dem Rennen zu nehmen. Es ist wirklich eine bedrohliche Lage. Das muss uns nicht Angst machen, aber das muss uns wirklich motivieren, jetzt mit aller Kraft dagegen zu halten,
damit wir nicht wirklich unsere Bürgerrechte, unsere Freiheitsrechte auf Dauer verlieren in einem Maße, was wir uns selbst bei Corona nicht hätten vorstellen können. Aber Christoph, die Menschen draußen, die merken doch, was passiert. Selbst Menschen, die gesagt haben, ich hätte mir bisher nie vorstellen können, die AfD zu wählen, gehen jetzt mittlerweile in eine Jetzt-Erst-Recht-Haltung. Die merken doch ganz genau, was die regierenden Parteien auffahren. Spätestens ja seit dieser Inszenierung um das Potsdamer Geheimtreffen kriegt jeder mit, dass wir in einer inszenierten Scheinwelt inzwischen leben, in der es offensichtlich ja wirklich nur noch um den Machterhalt der jetzt Regierenden geht und um die Unterdrückung der einzigen Opposition durch die AfD. Wir sehen aber auch gleichzeitig, und das ist das, was mir dann wieder ein bisschen Sorge macht, dass sich immer noch sehr viele Menschen vom, ich nenne es jetzt mal System, instrumentalisieren lassen und auf Befehl auf die Straße rennen und glauben, gegen Rechtsextremismus demonstrieren zu müssen. Gib mal eine Prognose ab. Was hält länger durch? Die Inszenierung der Regierungsparteien oder das Freiheitsbedürfnis, sage ich mal, der Bevölkerung? Was hält durch bis zu den Landtagswahlen im Herbst? Ja, ich denke, das Freiheitsbedürfnis, weil eben die Wirklichkeit auf unserer Seite ist. Die können noch so viel Propaganda machen, die können das noch so sehr diffamieren. Die Politik, die Regierung im Bund und im Land macht, die ist eben nicht im Interesse der Einheimischen. Wir haben ja auch in dieser Landtagsdebatte der letzten Tage unter anderem auch das Thema Migration natürlich mehrfach berührt bei verschiedenen Anträgen. Und es ist wirklich unfassbar, wie dort Koalitionspolitiker, auch Politiker der Linken, aber von denen erwartet man ja auch nichts Besseres, reagiert haben. Sie sprachen nämlich davon, dass da überhaupt kein Problem, dass da überhaupt kein Problem mehr. Migration ist gar kein Problem. Masseneinwanderung, alles Quatsch, was wir sagen, gibt es gar nicht, ist kein Problem, muss man sich nicht drum kümmern. Wer so Politik macht, der sorgt ja dafür, dass die Lebensverhältnisse einfach immer weiter, immer schlechter werden. Der treibt uns ja mit seiner Politik die Wähler zu. Natürlich kann man mit Propaganda eine Menge erreichen und man kann auch mit Druck einiges erreichen und den Versuch unternehmen, die Leute von uns wegzuhalten, uns zu böse Bolden zu machen und damit vielleicht auch erreichen, dass der eine oder andere, der eigentlich schon längst zu uns kommen wollte, sich das noch nicht traut. Aber das kann nur ein Verzögern sein. Man wird die Dinge damit nicht umkehren können. Man wird die Wirklichkeit nicht mit Propaganda aus der Welt schaffen können. Das geht nicht. Gucken wir doch gleich mal, lieber Christoph, auf die Propaganda. Ihr hattet ja einen zweiten Antrag gleichzeitig noch in diese Aktuelle Stunde sozusagen mit eingewoben. Da ging es darum, dass man sich nochmal sehr genau anschaut, die Berichterstattung gerade des öffentlich-rechtlichen RBB hier bei uns in Brandenburg über das sogenannte Potsdamer Geheimtreffen. Und ihr hattet das verbunden mit einer Forderung, dass die Rechtsaufsicht, und das ist ja meiner Ansicht nach die Landesregierung, dass die jetzt tätig werden muss, weil die Berichterstattung des RBB teilweise so falsch war, dass Lügen verbreitet worden sind und offensichtlich aber niemand sich drum gekümmert hat. Welche Reaktion gab es denn da im Plenum? Ja, da gab es auch empörte Reaktionen. Also das sei wieder ein Beweis dafür, dass wir keine freien Medien wollten, dass wir eine Diktatur wollten. Wie könnten wir uns anmaßen, dass wir den RBB jetzt auffordern wollen, dieses und jenes zu sagen? Das haben wir ja gar nicht gefordert. Du hast es ja richtig beschrieben. Es geht um die Wahrheit. Es geht darum, die Wahrheit zu sagen und nicht jemanden nach dem Mund zu reden. Richtig. Und der RBB als öffentlich-rechtlicher Funk hat eben den gesetzlichen Auftrag, wahrheitsgemäß zu berichten. Und unsere Aufforderung war, dass sich die Rechtsaufsicht eben dann mit dem RBB in Verbindung setzt und darauf hinweist, dass hier bitte diesem Auftrag der wahrheitsgemäßen Berichterstattung Genüge getan wird. Denn du hast es gesagt, hier wurden einfach Lügen weiterverbreitet. Übrigens auch bezeichnet, nicht nur vom RBB, fällt mir jetzt noch ein, im Nachgang, wir haben ja anfangs über das Ukraine-Thema gesprochen. Also da hat ja der Vertreter der Grünen gesagt, wir würden eben die bedingungslose Kapitulation der Ukraine fordern. Ich habe ihn dann gefragt, sagen Sie mal, ich habe den Antrag vor mir, wo steht denn das? Da hat er gesagt, nein, das haben Sie ja nicht geschrieben, aber es ist ja klar, Sie sprachen von Friedensverhandlungen, aber damit meinen Sie bedingungslose Kapitulation. Genau so, und deswegen komme ich drauf, sagte er, genau so wie ja in Potsdam von Remigration gesprochen wurde und damit meinen Sie ja Deportation. Das ist alles so krank und so unverschämt. Also, das ist eine ganz neue Strategie, Christoph, kann das sein? Ich höre das immer wieder. Ja. Die AfD sagt,
lasst uns Blümchen pflanzen. Aber sie meinen damit ja, wir müssen den Rasen ausrotten. Das sieht man in jeder Talkshow. Das sieht man gestern Abend zum Beispiel bei Phoenix. Stefan Brandner, Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, zu Gast. Auch da genau die gleiche Strategie, sowohl von der Moderatorin, sowohl von einem Bundestagsabgeordneten der SPD. Ja, sie sagen ja, aber sie meinen eigentlich, das ist ja abgesprochen. Also da kommen die ja auch nicht zufällig alle zur gleichen Zeit drauf, oder? Das ist doch auch eine Strategie. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch, das fällt ja auch auf. Und das ist eine ganz perfide Form der Lüge. Sondern da kannst du ja deinem Gegenüber alles unterstellen, wie du es gesagt hast. Du kannst sagen, du, ich möchte mit dir spazieren gehen, sagst du, ja, aber in Wirklichkeit willst du mir ein Messer in den Rücken stechen. Du traust dich bloß nicht, es zu sagen, aber ich kenne dich ja. Also das ist so, da wird die Unterstellung sozusagen als Tatsache genommen, weil man weiß, was der andere wirklich meint. Er kann sagen, was er will. Also das ist, auf diese Weise kann man ja mit den Leuten auch nicht mehr diskutieren. Also die schmeißen jede Behauptung in die Welt. Du kannst schreiben, was du willst. Sie sagen, ich verstehe das, aber du meinst das und das. Und darum musst du ins Gefängnis oder darum darfst du hier nicht mehr in diesem Land deine Stimme erheben. Das ist wirklich die Absage an jede Diskussion. Das ist auch die Absage an jede Aufrichtigkeit, die Absage an jede Wahrhaftigkeit. Das sind wirklich schreckliche Zustände in diesem Jahr 2024. Aber dass sie so schrecklich geworden sind, ich erkläre es mir immer damit, dass es wirklich auf eine Entscheidung hinausläuft und dass wir jetzt als AfD mittlerweile und auch als Protest- und Bürgerbewegung im Land allgemein, ja nicht nur die AfD, so stark geworden sind, dass es in diesem Jahr bei diesen Wahlen am 9. Juni, Kommunalwahlen und EU-Wahlen und dann in Brandenburg am 22. September, dass es möglich ist, dass wir ein reales Stück Macht gewinnen, dass wir in Kreistagen Mehrheiten haben, sei es AfD alleine oder im Bündnis mit anderen Gruppierungen und dass wir auch bei den Landtagswahlen Sachsen, Thüringen, Brandenburg so stark werden können, dass eine Regierungsbildung ohne oder gegen die AfD nicht mehr möglich ist. Und offensichtlich sehen auch diejenigen, die die AfD weghaben wollen, diese Möglichkeit und diese Gefahr und offensichtlich haben sie davor so viel Angst, dass sie jetzt wirklich alle Register ziehen, alle Register der Verleumdung und damit auch dieses wirklich Inquisitorische zu sagen, ich kenne deine Gedanken, egal was du sagst, du bist ein Böser. So ist es, leider Gottes. Und ich bin mir sicher, dass viele, viele Menschen, die da draußen sind, die diesen Podcast hören, die sich in anderer Form mit der AfD auseinandersetzen, mit der Arbeit der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag auseinandersetzen, dass denen jetzt auch klar wird, dass wir an einem Scheidepunkt angekommen sind. Entweder gibt es ein Weiter-so mit Verleumdungen, mit Lügen, mit Medien, die die Bürger an der Nase herumführen, oder es gibt ein sehr, sehr deutliches Votum für die AfD und damit ein Votum für Wahrheit und Freiheit. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen sich jetzt wünschen. Und wir werden unseren Teil dazu beitragen, den Menschen zu sagen, was tatsächlich hinter dem steckt, was ihnen die noch Regierenden momentan gerade vorsetzen. Dr. Christoph Berndt, wir reden in der Blauen Runde im Podcast der AfD-Fraktion über das Februarplenum, über die Plenarsitzung jetzt an den vergangenen 2,5 Tagen. Wir haben so 2 Leuchtturmanträge, sage ich mal, jetzt gerade rausgegriffen. Zum einen eure Aktuelle Stunde und zum anderen eure sehr deutliche Forderung nach Waffenstillstand, nach Frieden in der Ukraine. Was ist dir von diesen 2,5 Tagen noch in Erinnerung geblieben? Gab es eventuell noch einen Punkt, wo du gesagt hast, den müssen wir unbedingt mit den Menschen heute in der Blauen Runde in diesem Podcast teilen? Na, vielleicht gibt es noch einen und der dann auch zur Bewertung der Lage und der Konflikte und der politischen Kräfte wichtig ist. Wir hatten auch einen Antrag, der hieß Primat der Klimapolitik beenden und da ging es darum, dass wir gesagt haben, es ist unsinnig, es ist schädlich, wenn wir jetzt alles bürsten nach dem Strich Klimarettung, Klimakatastrophe und deswegen müssen wir die CO2-Bepreisung einführen, Energie teuer machen und sämtliche wirtschaftliche Tätigkeit danach ausrichten, aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil natürlich diese Hypothese, dass menschengemachte CO2 sei für die Klimaveränderung verantwortlich, eben nicht bewiesen ist. Es ist eine Hypothese, die nach meinem Dafürhalten äußerst fragwürdig ist. Und zum Zweiten, weil wir natürlich in Deutschland, selbst wenn wir das menschengemachte CO2
in Rechnung stellen, ja dann nur einen Anteil von etwa 2% haben und das menschengemachte CO2 insgesamt von der totalen CO2-Menge ja auch nur wiederum 2% ist, sodass wir dann am Ende auf 0,04% kommen. Das heißt, ob Deutschland null CO2 produziert oder so viel CO2 wie noch nie, das ist für das Weltklima völlig bedeutungslos. So, dann haben wir versucht, das zu argumentieren. Philipp Zeschmann hat diesen Antrag vorgestellt und in seiner Art ja immer sehr faktenreich und sehr mit Argumenten bemüht erläutert. Und dann ging das wieder los. Also da trat die jüngste Abgeordnete, die Ricarda Butke von den Grünen, ans Pult und verkündete erstmal die Glaubenssätze. Wir leben in einer Klimakatastrophe. Die Klimakatastrophe ist menschengemacht und liegt am menschengemachten CO2. Und wir müssen ganz schnell und unmittelbar handeln, wenn wir nicht untergehen wollen. Das ist so irre. Das sind solche Glaubenssätze bar jeder Wirklichkeit. So wie der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Benjamin Raschke, im vorigen Jahr sagte, ich glaube im Herbst vorigen Jahres, Brandenburg vertrocknet. Brandenburg vertrocknet und jeder von uns, quasi nur aus dem Haus zu treten, wir sehen immer vertrocknen. Die Bauern können. Ja, ich habe mir das gerade auf meinem Rasen angeguckt, wie wir gerade aktuell vertrocknen. Ja. Mit sehr feuchten Füßen. Richtig, und wir haben mittlerweile ein Wassergrundstück bei mir zu Hause, weil da das Wasser bis zum Gartenzaun steht. So. Also, wir wissen, das Klima ändert sich. Wir wissen, das Klima hat sich erdgeschichtlich schon immer geändert. Und es ist sinnvoll, sich anzupassen und darauf zu reagieren. Das ist alles in Ordnung. Aber diese Hysterie, es gibt den Klimanotstand und diese Glaubenssätze und aus dieser Glaubenssätze dann diese Transformationspolitik abzuleiten, unsere Wirtschaft kaputt zu machen, das ist einfach irrsinnig. Aber du kannst mit diesen Leuten nicht diskutieren, weil das Glaubenssätze sind. Und dann kommt dieser nächste Glaubenssatz, die Wissenschaft sagt das. Da gibt es wissenschaftlichen Konsens. Das Argument ist, dass ein Wikipedia-Artikel das sagt. Das ist alles so irre, das ist genauso irre wie bei Corona, wo es ja auch die Wissenschaft war, die gesagt hat, wir müssen alle Masken tragen, wir müssen uns alle impfen, sonst sterben wir alle. Da konntest du die besten Experten zitieren, die besten Studien, das war alles Schwurbelei, das war alles Scharlatantum und du kannst mit diesen Leuten nicht diskutieren. Also auch das ist ein ganz wichtiger Grund, wir brauchen, damit wir in Deutschland eine bessere Politik bekommen, damit es überhaupt wieder besser wird in Deutschland und in Brandenburg. Wir brauchen da wirklich einen großen Austausch in den Parlamenten. Da müssen ganz viele von diesen Leuten, die entweder zu feige sind oder wirklich intellektuell nicht imstande sind, sich einen eigenen Gedanken zu machen, sondern nur vorgegebene Parolen nachplappern. Wir brauchen es, dass sie aus diesen Parlamenten gehen und dafür selbstständig denkende, kritisch denkende Menschen in die Parlamente kommen. Das ist unbedingt wichtig, wenn wir wollen, dass die Parlamente ein wesentlicher und wichtiger Teil unseres politischen Lebens sind und bleiben, dass die Parlamente den ihnen von der Verfassung zugewiesenen Kompetenzen, Aufgaben nachkommen können, dann brauchen wir wirklich einen großen Austausch in den Parlamenten. Und bis es zu diesem Austausch kommt, bis Sie aufgefordert sind, ihr Kreuz abzugeben, sagen wir, Christoph, lassen Sie sich nicht verrückt machen. Gucken Sie auf die Fakten. Vertrauen Sie Ihrem gesunden Menschenverstand. Und hören Sie weiter die Medien der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg. Abonnieren Sie uns bei Telegram, gucken Sie bei Facebook vorbei, schauen Sie sich unsere Videos an auf unserem YouTube-Kanal. Und ganz große Empfehlung ist auch das Video, das entstanden ist, lieber Christoph, über eure Arbeit. Was passiert in Potsdam? Eine sehr gut gemachte Stunde Dokumentation über die Arbeit der AfD-Fraktion. Wenn Sie am Wochenende Zeit haben, dann gucken Sie rein. Ich habe Ihnen das schon häufiger verlinkt und ich tue das heute auch nochmal sehr gerne. Ich packe den Link nochmal in die Beschreibung dieses Podcasts mit rein. Das war diese blaue Runde. Das war sozusagen die Nachlese des Februarplenums im Brandenburger Landtag mit dem Fraktionsvorsitzenden Dr. Christoph Berndt. Dankeschön, dass du nach diesen, sage ich mal, doch fordernden Tagen für uns noch Zeit gehabt hast heute. Danke, Detlef. Und danke allen Hörern. Alles Gute und wir machen jetzt erst richtig weiter. Die blaue Runde. Wir informieren Brandenburg. Aktuell.